What's up, fellas? You might be remembering our old school building. We moved to the other school building like 3 years ago, and yeah, this building is now a camp for refugees. This is our gym of the school, and there the students have their year lessons, and after school there are clubs like basketball or volleyball or hip-hop. And this is our cage, and it's a football field where the students play football in the break or have fun. Bueno, eso es nuestro campo de deporte. Allá vemos el campo de la primera del fútbol y allá para todos los otros niños y otros equipos. Acá estamos en el campo de básquetbol y también se puede jugar fútbol en los dos goles. Here you can see our gym. It's the oldest building from like the school complex. And right down here you can see the gym class. Weird. This is our staff room, and here the teachers spend their time when they don't have a lesson and have a break. They can relax here and work here. Bienvenidos a nuestra aula. Eso es un lugar para escribir exámenes, tocar conciertos, escuchar presentaciones de los alumnos. Pequeño pero bonito. Segundo idioma, bueno. Pues no veo mucha diferencia con el francés, pero lo bueno es que yo veo que es bastante fácil de aprender. Tenemos el contacto que tenemos con España y con los países de Latinoamérica, y mejor, la mejor edad es empezar.
los alumnos, si te gusta, si interesa la lengua española? Hombre, eso es difícil decirlo de manera general porque la decisión la toman los alumnos primero con los padres. Con los idiomas es bastante fácil establecer ganas y una cierta ilusión para aprender español. Al final, una pregunta de la escuela. Si ustedes tenían que escribir la escuela con tres adjetivos, como por ejemplo, yo joven. Joven, por un lado. Pues claro, son alumnos jóvenes. No solo los alumnos, todo el colegiado igual. Todavía en el proceso de encontrar su esencia, su carácter. Wie schätzt du als Schülersprecher das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler hier in dieser Schule ein? Ja, das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist ja doch ein bisschen differenziert. Man kann sagen, dass die 7. bis 9. dann doch noch ein paar Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen Lehrer haben, aber ich sage jetzt mal, ab der 10. fängt man dann doch an, mit den netten Lehrern sich anzufreunden, sie besser kennenzulernen, und mit den Lehrern, die man vielleicht nicht unbedingt in Kontakt treten möchte, die ignoriert man dann doch eher oder gehört dann doch eher in einen Konflikt. Okay. Wie gefällt dir denn eigentlich unsere Schule? Also ich muss sagen, als das neue Gebäude fertiggestellt wurde, hatte ich ein paar Schwierigkeiten, mich mit den grauen Wänden anzufreunden, aber jetzt, wo man doch ein bisschen Gestaltung sehen konnte, konnte ich mich damit sehr anfreunden. Wir haben eine wahnsinnig tolle Ausstattung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon privat schon gesehen, die schlechter ausgestattet waren als wir. Und ja, ich finde auch mittlerweile die Atmosphäre in den Räumen angenehmer. Mhm. Würdest du unsere Schule an andere Leute weiterempfehlen oder eher nicht? Doch, ich würde sie definitiv weiterempfehlen, weil wir hier einfach die Möglichkeit haben, Dinge zu tun, die wir an anderen Schulen nicht haben. Wir haben einfach ein total modernes Gebäude, wir haben wahnsinnig gut ausgestattete Chemie- und Biologieräume. Wir haben mehr Möglichkeiten denn je mit unseren, ich sag jetzt mal, mit unserem Musikbereich, der ja immer weiter ausgebaut wird, sei es mit Instrumenten oder mit Bühnentechnik. Dann haben wir einen wahnsinnig tollen Kunstbereich und ich kann eigentlich nur von dieser Schule schwärmen und sie mal. Würdest du an unserer Schule an eine Arbeitsgemeinschaft teilnehmen? Ja, an der Volleyball AG. Wann ist denn die immer so? Die ist immer dienstags nach der 8. Stunde. Super. In welche Altersklassen nehmen denn da teil? Es sind alle von 7 bis 12 da sehr gut verteilt, aber vorwiegend die mittleren Stufen. Okay. Macht es dir Spaß, daran teilzunehmen? Ja, natürlich, sonst würde ich es ja machen. Wie ist dann so das Verhältnis vom Lehrer zum Schüler? Ist es wie in der Schule so, dass er so ein bisschen angespannt ist? Es ist durchaus lockerer. Also man ist jetzt nicht so wie in der Schule sozusagen, dass man mit dem Lehrer so, ja, also unpersönlich redet, man wird schon ein bisschen persönlicher und ja, man wird schon ein bisschen persönlicher und kann auch mehr über freizeitlichere Dinge reden. Das war jetzt generell auch gemacht. Habt ihr denn da schon mal so in dem Bereich irgendwelche Wettkämpfe oder was gemacht? Ja, wir hatten Volleyballturniere und waren da sogar ziemlich erfolgreich, wurden einmal Zweiter und das andere Mal Dritter, glaube ich. Okay. Also ja, von da aus gibt es auch noch. Und es gibt viele Schüler, die auch schon Erfolge damit gefeiert haben und wirklich Begabungen darin zeigen. Wie man hier auch sehen kann, das sind jetzt Arbeiten aus der 9. Jahrgangsstufe. Letzten Jahres. Genau. Und Stillleben im Themenbereich Stillleben. Ja.
Ja.